Hallo zusammen, hier sind wir wieder zurück bei Detroit Become Human. Markus schleicht, nicht Markus, Connor schleicht hier auf dem Dach rum und sucht nach dem Täter. Der hat hier sein blaues Blut verloren und so können wir ihn hier am besten aufspüren. Wir folgen einfach den Spuren. Okay, die Hand weg. Ist er? Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich, verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße! Chris! Ben! Schwingt sofort eure Ärsche hier ein! So viel zu verrat mich nicht. Na los! So, wir haben ja einiges erledigt. Schaut mal. Es gab noch ein paar Sachen, die wir nicht gefunden haben. Aber... So, wir haben den Abweichler gefunden. Schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Wir sind wieder zurück bei Kara. Todd? Essen ist fertig. Ja, ja, ich komme. Und servieren wir mal das Essen. Da ist es. Gibt Spaghetti Bolognese. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Machen wir mal das Licht an. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfacher? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher.
es ihre Schuld! Ich werde es dir zeigen. Gehen wir mal nach Alice. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setzt was wie letztes Mal. So. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Könnte Familie. Aber nein! Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Es ist alles ihre Schuld. Der schmeißt sich da schneller was ein. Ich werde ihr Respekt beibringen. Oh nein. Das lassen wir mal nicht zu. Kommen wir da raus? Aus dem Befehl. So, beschütze Alice. Das machen wir jetzt auch. Wenn es auch nicht mal weitergeht. Los, geh hinterher. Geh hinterher, los. Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was zur Hölle soll das? Los, verbiss dich und zwar sofort. Verstanden? Nein. Lassen Sie Alice sofort in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Das kann gar nicht sein. Du bist ein verdammter Klumpen Plastik. Ich glaube, du hast ein Problem. Das sollten wir beheben. Oh Gott. Ja, was soll ich da machen hier? Ah, das habe ich falsch gemacht. Verdammt. Komm her, Miststück. Ja, sind wir gleich wieder kaputt? Nein! Oh Mann! Nee, komm, werde nicht gut. Nee. Falsch.
So, laufen wir da hin? Wo laufen wir denn hin? Den Bus hier. Wir haben es geschafft, wir sind vor Daddy geflohen. Ja, das ist so der Verlauf hier von der ganzen Geschichte. Da gab es so einige Sachen, die wir noch hätten machen können. Schaut mal hier. Nicht so schlimm. Wir haben es jedenfalls geschafft, sind fortgelaufen. Wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüssi.